Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen euch heute ein paar Skills zeigen, die man gut beim Balljonglieren machen kann. Das sind Tricks, mit denen ihr vor euren Freunden angeben könnt. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns. Bis dann. Bei diesem Trick fängst du den Ball mit deinen Beinen auf. Dafür spielst du den Ball so nach oben, dass du ihn knapp über deinen Knöcheln auffangen kannst. Danach springst du mit beiden Beinen gleichzeitig wieder hoch, um den Ball dabei hochzuwerfen und weiter zu jonglieren. Bei diesem Trick lässt du den Ball auf deinem Arm entlang rollen. Dafür spielst du den Ball so hoch, dass du mit deinem Arm eine Art Rampe bilden kannst. Wenn der Ball deinen Arm herunterrollt, drehst du dich gleichzeitig und lässt ihn bis zur Schulter des anderen Arms rollen, von wo der Ball abspringt und du ihn dann weiter jonglieren kannst. Dieser Trick nennt sich auch Hop the World. Spiele dir den Ball ungefähr auf Hüfthöhe und führe dein anderes Bein dann im Sprung von außen nach innen über den Ball, um ihn aufzufangen und weiter zu jonglieren. Der nächste Trick ist der sogenannte Crossover. Spiele dir den Ball ungefähr auf Schulterhöhe und springe mit beiden Beinen ab, wenn der Ball herunterfällt. Während du den Ball mit einem Fuß in der Luft auffängst, führst du das andere Bein von außen nach innen hinter dem Ball entlang. Dieser Trick ist die stehende Variante des Crossovers. Spiele den Ball beim Jonglieren auf deinen Standfuß. Während der Ball auf deinen Zehen landet, führst du das andere Bein von außen nach innen hinter dem Ball entlang. Diesen Trick kennt jeder unter dem Namen Einmal um die Welt oder Around the World. Mit dem letzten Kontakt vor Ausführung des Tricks spielst du den Ball eher mit deinem kleinen Zeh, um das Bein gleichzeitig einmal von innen nach außen um den Ball zu führen und ihn dann direkt weiter jonglieren zu können. Natürlich kannst du diesen Trick auch andersrum ausführen und das Bein von außen nach innen um den Ball führen. Dafür spielst du den Ball vor Ausführung des Tricks eher mit dem großen Zeh. Dieser Trick ähnelt dem Crossover. Dieses Mal führen wir allerdings einen einmal um die Welt von außen nach innen aus, bevor wir den Ball dann im Sprung mit dem anderen Bein auffangen und weiter jonglieren. Für
den nächsten Trick setzt du deinen Fuß so unter den Ball, dass er von deinen Zehen wieder abspringt. Wenn du die Flugkurve des Balles richtig berechnest, springt der Ball so von deinen Zehen ab, dass du direkt weiter jonglieren kannst. Bei diesem Trick fängst du den Ball mit deinem Nacken auf. Spiele den Ball dafür über deinen Kopf. Um den Ball nun aufzufangen, ist es wichtig, dass du den Aufprall des Balles im Nacken abfederst. Dafür gehst du erst mit deinem Oberkörper nach vorne, wenn der Ball knapp über deinem Kopf ist. Indem du die Arme seitlich anhebst, bildest du eine kleine Kuhle, in der der Ball liegen bleiben kann. Dieser Trick wird auch Pancake genannt. Du spielst den Ball beim letzten Kontakt des Jonglierens so hoch, dass du ausreichend Zeit hast, um deine Außenseite des Fußes senkrecht unter den Ball zu stellen. Wenn du den Fuß richtig positionierst, springt der Ball von deiner Außenseite wieder ab und du kannst ihn dann direkt weiter jonglieren.